willkommen zurück zu Hearthstone mit mir, dem Maru und dem Kapuzenwurm. Hallo. Grüß Gott. Oh, Maru klingt müde, klingt müde. Ein bisschen, Maru. Ein bisschen müde. Warum bist du müde? Klar mal. Weil ich nicht viel geschlafen habe. Hast du brav gearbeitet für... Ja, ja. Ja, sehr gut. So, wo sind wir? Level 7, Stufe 7 sind wir. Stufe 7, genau. Dann gucken wir mal, was uns Lösung vorschlagen. Dann, oh, 7-3 gegen Biber mit 3 Biber Strikes. Hm, das ist den Geiger. Aber da unten, unten, ja. Wir fangen mal unten an. So, was sagt er? Wer also da? Generell alle so über 7. Über 7, ja, auf jeden Fall. Und hier ist halt 325.000 zu 1,2 gegen den Papst. Ja, gut, ja gegen den Papst. Der Hans-Peter könnte recht haben. 8-3 Priester, 7-3 Paler da. 7-3 Paler. 7-3 Paler vom Chocolati-Phoenix. Chocolati-Phoenix, ja. Ja. Ah, 8-3 gegen... Ah, was kommt dann noch? 7-3? Kapuze, du bist echt eine Bereicherung. Chris, ich liebe dich auch. So. Okay. Hat er geschrieben. Team 3 gegen den Biber. Team 3 gegen Biber, Reno. Okay. Okay. Nicht so viele. Ja, okay, also zwei Leute sagen 7-3. Hm. Oder wer hat das gesagt? Genau, oder? Also vom richtigen Reihenfolge müssen wir auch einhalten. Einmal Chocolate Phoenix mit dem Paladin. Genau, Chocolate Phoenix. Und Christian Geiger mit 7-3 gegen Biber. Mit Biber Christian Geiger, der war das mit dem Biberino. Okay, gut. Haben die Leute eigentlich geflamed, weil wir die Biber-Klasse... Nö, der Biber-Flame war die eigentlich in Grenzen gehalten. Hat sich in Grenzen... Echt? Also ja, ich geschrieben, dass sie direkt ich hätte mir gewünscht fast schon. Du siehst ja fast schon, dass alle über 7 getippt haben, ohne zu wissen. Ich hätte ihn mir eigentlich schon gewünscht, weil das ist ja... Es gab auch viele Antworten zu deinem Thema und allem. Was wir echt? Das habe ich nicht gelesen. Mhm. Oh shit, ich glaube, ich habe mir keine Freunde gemacht, oder? Ach, wieso? Ich weiß nicht, ich glaube, weil das hat raus ist, okay, jeder wie sie mag, tut ja can be. Es klang gerade so, als wäre das so serious. Ach, ist alles so hier, über den WhatsApp-Thema und allem. Oder halt Brüste, warum nicht, sind bei den meisten Reaktionen. Ja, ich mag es, wenn Kapuze, er bietet schön Stoff für Diskussion. Ja, das ist, mein Ziel habe ich erreicht, ich bin fertig. Sehr oder halt von Christoph Gebel, Titten raus, jeder wie sie mag, tut ja keinem weh, ne? Ja, richtig. Bei deiner WhatsApp bist du etwas sensibel, selbst wenn ein Programm anzeigt, dass ich etwas gelesen habe und vielleicht nicht antworte, macht es keinen Unterschied, wenn ich zu meiner Entscheidung konsequent stehe. Ja, eh. Ja, okay, na gut, aber da gehen wir uns nicht drauf ein, Leute wollen Herzen sehen, oder? Genau. Aber finde ich gut, freut mich, dass auf jeden Fall so viel Feedback kam. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das zu lesen, aber ich werde es auf jeden Fall nachholen und werde es auch kommentieren. Das ist sehr schön. Die Folge kommt ja heute. Heute ist ja der 10.11. Heute, genau. Genau, genau. Okay. Ja, cool. Nein, freut mich auf jeden Fall. Am meisten Spaß macht es mir ja eigentlich so mit den Leuten auch zu reden und so. Und dann, finde ich, also macht mir irgendwie... Das macht es spannender. Es fühlt sich viel lebendiger an, finde ich, dadurch so. Das ist cool. Auf jeden Fall. Aber es soll ja ein Update kommen bei WhatsApp, damit man die blauen Haken wieder rausmachen kann. Ach, super. Ja, da wir warum machen sie es überhaupt rein, die Penner, ne? Da ich und viele andere auch WhatsApp Plus benutzen und das sowieso meistens nicht funktioniert mit WhatsApp Plus im normalen WhatsApp, ist das sowieso hinfällig für mich. Das war ein bisschen komisch, gell? Das kam mir sehr unüberlegt vor von WhatsApp. Ich habe jetzt meine ganzen WhatsApp-Sachen durchgeguckt. Du bist der Allereinzige von allen, wo überhaupt die blauen Haken angezeigt werden. Ja, ja, weil... bin ja auch wichtig, ne? Muss man halt sagen. Ja, ich habe eh schon alles gesagt letztens, was mir dazu eingefallen ist. Man ist halt, das Handy ist halt so eine Fessel. Oh, goddammit! That's a strong one. Wie viele Beaver Strikes haben wir eigentlich? 2. Tja, okay. Ah, das ist aber eine geile Kombo. Also so ein starkes Minion so easy auf dem Feld. Ich meine, die Kombo ist jetzt keine neue, aber... Ich hätte jetzt auch pingen können, das Goldschwert wegzumachen, zu riskieren, aber damit rechnet man nun mal nicht, dass jemand sowas spielt. Ja. Richtig. Ja, da kannst du nichts dafür, mein lieber Maro. Da trifft dich keine Schuld, kann man sagen. Ne? Am Endeffekt haben wir 2 für 2 getauscht, da wieder alles im Lot. Genau. Und mein neuer Laptop kommt bald. Ja. Habe ich das erzählt schon mal? Ich glaube gar nicht, ich weiß gar nicht. Du hast, glaube ich, im Livestream angekündigt, dass du ein dickes MacBook holst. Ja, ich habe mir ein cooles, ein fettes MacBook geholt um 2.500 Euro. Also ich habe Prozente bekommen, es ist billiger, aber 2.200 Euro. Jetzt, bist du ein Apple-Fan? Nein, oder? Du nicht? Ich habe nichts gegen Apple, ich finde es halt nur zu teuer für den Inhalt.
Ja, das ist, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Aber ich finde. Oh, damn it, da kommt jetzt aber was Großes. Na gut. Der Tausch 1 zu 1. Ja, ich finde, ganz ehrlich, man ist ein bisschen sehr voreilig mit seinen Behauptungen. Also generell, das ist jetzt wieder was. Ich finde, man sagt zu viel, ohne drüber nachzudenken. Wie siehst du das? Du meinst bezüglich Apple meinst du jetzt? Ja, das ist. Apple oder auch wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Mein neues Rezept wird euch gefallen. ja, würde ich machen, kannst gut trainen. Hab halt nichts Besseres zu Aber tun. genau, ich meine Apple und ich meine aber auch zum Beispiel so Internet Explorer beispielsweise. So jeder hat was Ja, gehackt, stimmt aber schon. Alle sagen keiner so. kann, keiner kann sagen, warum. Weil es halt so ist. Ja, genau. Also ich kann mich, ich war auch so. Also ich kann mich erinnern, ich habe das recht früh mitbekommen, wo auf einmal alle Apple gehatet haben. Und ich habe es aber dem gesagt, ja, weiß nicht Apple, sondern Internet Explorer. Und der, weil es so langsam ist und so. Aber wenn ich den jetzt benutze, finde ich den gar nicht langsam. Na, stimmt. Was sagst du? Internet Explorer selbst nutze ich für Twitch vor allem, weil mein Firefox einfach verkackt bei Twitch. Ja. Oh, da hat Frost Ding sie gemacht. Aber jetzt, wir müssen ein bisschen aufpassen aufs Leben. Wir sind Das ist kein richtig. Krieger, wir können nicht Wissen. unendlich da hier. Na, und genauso ist es bei Apple. So, der erste Impuls ist großteils ein negativer, finde ich. Wenn du Apple hörst, oder? Ja, schon, und denkst alles so an Abzocke und sonst was. Genau, sagt doch jeder, war überteuert. Und das ist doch eh das Hauptargument. Ja, meistens das zu teuer ist und Abzocke und warum kauft jeder jedes Jahr ein neues iPhone und alles und Genau, sonstiges. ja, genau. Oder lol, das iPhone lässt sich biegen. Ja, würde Das banned. war bei ein paar Tests anscheinend aber nur so, aber Apple wird ja wird sicherlich, kann ich mir nicht vorstellen, weil das ist ja alles dasselbe gebaut. Also da wird jetzt kein, oder? Das habe ich mir gedacht. Wie sie gesagt, oh shit. Er würde es mir ganz ins Face geben jetzt die ganze Zeit, weil er halt am Anfang so gut tauschen konnte. Und wir halt nichts auf dem Feld haben, um irgendwie zu traden. Ja, du. Wir haben halt alles Board clear, weil er hatte einfach noch in the face, in the face, in the face, in the face. Und wir haben keinen Taunt im Deck. Was Weil wird jetzt? der Glück für ihn war halt, als er dieses, den Charger hatte, wo wir den nicht aufhalten konnten, weil wir keinen Spell hatten und nichts. Deswegen hat er uns so viel Das könnte Schaden jetzt schon zugefügt für ihn. wehtun. Ja. Na, und genau das ist bei iPhone, oh, Apple überteuert, bro, iPhone lässt sich biegen. Ich finde, man entscheidet da so schnell. Ich habe mir halt das MacBook gekauft, weil es wird schon einen Grund haben, warum alle Designer oder so ein Apple haben, oder? Zurück an die Arbeit. Das wird schon Grund haben, du hast recht. Denke ich mal. Oh, okay, geht gar nicht in den Fest. Das ist gut für dich, weil du hast jetzt. Das ist. Jetzt habe ich wenigstens einmal für Ja, den Schaden abgewehrt. genau, ja. Ja, jetzt wird halt fett in die Fresse kommen. Ja. Aber einmal haben wir halt schon abgewehrt, ne? Du Ich meine, Lump. das Board können wir noch ein bisschen unter Kontrolle halten, bis wir nicht mal Karten ziehen, die Schaden machen. Du, der kann uns gar nichts. Oh, ich muss jetzt schon wieder sein. Nein, 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 don't do it! Mein Schild für Argus! Und Strike! Ich würde sagen, wird gebiebert. Strike! Jetzt haben wir noch 9 Leben. Gebiebert! Hoffen wir, dass das nicht noch ein Arcanid-Reaper ist, sonst sind wir im Arsch. Gebiebert! Mero! Aber. Wir brauchen jetzt was mit Fettspott. So, das wäre. Wir hoffen, dass das keine Axt ist, weil sonst sind wir im Arsch. Oder das. Oder der Rest hier drin. Wir müssen nur 12 Karten in die Luft jagen. Wir haben noch einmal Schieben und einmal Blizzard. Zurück an die Arbeit! Oh. Okay. Okay, komm, jetzt mal diesen Minion, dass wir spielen können. Ja, irgendein Sportminion! Überhaupt ein Minion. Shit. Dann wird halt nichts. Ja. Er will aber traden, glaube ich eher. Ne? Ja, dann habe ich halt zwei Pannen. Es ist immer besser, als nichts zu haben gerade. Ja. Deshalb für mich die zu pingen, dass ich jetzt noch den noch so einen hatten, den quasi jetzt enragen könnte oder sowas. Wenn es keine Axt ist, ist das gierig.
Ah. In the face. Oh, das ist jetzt aber... Also... Im Wienerischen könnte man sagen, Arsch. Mhm. Aber wir sind ja keine Barbaren. Jetzt haben wir noch ganze 3 Leben. Yay. Scheiß viele Waffen, ja. Wir haben keinen Taunt entdeckt. Oh! Ja, do it! Dann schippt sein Mini nach! Mhm. Oh! Oh, Pichacho! Das war gut. Wenn die US behalten mal, dass wir noch die nächste Axt weghauen können. Ich hab ganz vergessen von US, wo blieb der US vorhin, als er die Akku nicht Reaper hatte? Ja, ja, der US pennt immer ein bisschen, habe ich das Gefühl, ne? Okay, wir müssen jetzt nur noch ganze 9 Karten platt machen. Der ist ja kein... Ich meine, willst du denn eine Eiskältekegel, weil wir könnten uns ein paar Minions... machen, ich muss so lange das Board am Leben halten, wie es geht. Ja, ja, das denke ich mir auch. Strikerino. Nein, ja, genau. Nicht Strike Arena, sondern ich meine Fireball. Oh, okay. Ich bin aufgeregt. Ja. Ich bin aufgeregt. Es ist sehr knapp. Ja. Noch hat er nichts. Wir wandeln auf dünnem Eis. Ja, das ist schon viel zu lang. Ja. Wir haben ja 2 Kung Fu Pandas, damit kann es nicht schief gehen. Und noch ein Arkanitstütter. Ach komm, aber dafür haben wir den US aufgehoben. Jetzt haben wir noch 2 Leben. Ja, ja. Oh shit. Oh, komm, Spott. Und ein Spott-Minion. Spott, yes! Yes! Wow. Wir leben noch. Ja. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Oh, 2 Kackleben. Wir biebern uns durch das Spiel. Also. Und da ist Krieger haben nicht viele Karten, die. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Bomber! Bomber! Nein, oder? Das gibt's noch nicht. Weggelackt bis zum Schluss, ey. Das ist doch echt Lack. Also ehrlich, bei 1, 2, 3, 4, 5 Targets, 6. Dass er dich. Ich hätte auch noch treffen können. 6 Ziele. 6 Ziele, 2x. Ja, wir hatten 4 Minions auf unserer plus, Seite. Plus ich, plus er selbst. Dann kann sie auch selbst. Ja, aber dich will ich ja gar nicht dazu zählen. Also, weil. Obwohl, oh ja, einmal. Eine Chance, der muss dann 2x diesen Moment treffen. Mit ja, dem ja. 2x. Und das ist halt echt. Das ist halt echt. Dass er 2x dich trifft, ist halt. Ich noch mal kurz aus. Also, richte die Chance aus, bitte. Ich bin scheiße, Mate, du weißt, wie man es ausbringt. 6 Ziele. Aber das könnte ich wahrscheinlich auch noch. Gut. Ich muss die Wildnis schützen. 2 hoch 6 war das. 6. Hm? Warte, ich muss gleich nochmal drüber nachdenken. Wir haben nichts, aber das da. Es gab 6 Ziele pro Bombe, ne? Ja. Und es gab 3 Bomben. Davon müssen wir treffen, das heißt, die Chance war. 1 zu 6. Mal 3 durch 2. Nee, keine Ahnung. Warte, das ist gerade nicht mein Kopf. Was spielen wir? Okay, also für die Wahrscheinlichkeit war es sehr gering. Na, sagen wir es so mal. Ne? Die Waffen wir nicht sehr hoch. Wir könnten hier raus können, das bringt mit dem Coin nächste Runde das vielleicht raus, aber hier die Coin auf für was anderes. Das ist eine Frechheit. Maru, ich verspüre den Drang, ihm einen ins Gesicht zu schlagen. Dem da? Den. Nein, nicht ihn, den Krieger. Der kann nichts dafür. Wird verlieren. Das stimmt. So ein Glück. Also 7. Okay, warte mal, wir sind immer noch. Wie viel oft haben wir verloren? 2x oder einmal? 2x jetzt. Okay. Eine Karte zieht. Ah, der hat jetzt 3 AP, das ich ganz vergessen. Okay. Ah. Du bist ein Fuchs, Mann. Tretet bei oder sterbt oder bleibt. Duplicate, give us 2 snakes.
Mal zwei Schlangen, aber. Die spielen Yeti. Oder spielen sie? Ne, die können die so nicht besonders richtig spielen, die Yeti. Über die Yeti. Hätte natürlich auch die ausspielen können mit den beiden Schlangen, dass wir nächste Runde Blizzard benutzen können, aber worauf? Ja, eben. Jetzt kann ich nicht gleich zu swipen, weil der, die stirbt ja nicht mehr dabei. Nein, der Yeti war auf die Ohr. Der Mondfeuer. Hä? Das hat gar nichts. Das war. Genau, that's what I'm talking about. Jawohl, da hat er nämlich genau das, was er denyen wollte, hat er jetzt eigentlich. Hat ihm gar nichts gebracht. Sehr gut. Er hat seinen Swipe echt gewastet, kann man sagen. Ich hab nur die Chance, dass das passiert, was voll passiert ist, war etwas über 2%. Einem, was denn? Ja, dass uns die zwei Bomben ins Gesicht treffen. Ja, 2%? Etwas über 2%. Das muss der, also. Das muss der. Das ist eine Frechheit. Och. Das ist ja eine Frechheit. Also, dass er so Glück hat. Zusammengespielt, mit denen er die beide gebufft hat durch. Aber das Boss ist gerade dafür einladen, das zu tun. Schützt mein kleines Würmchen. Mein Mana-Würmchen. Kleines Würmchen? Ja. Was? Der hier. Mein kleiner Wurm. Das ist ein mittelgroßer Wurm. Der ist von mir. Du bist das große Würmchen. Ja. Mal mit Zwerg. Man muss wohl Flammenstoß machen, leider. Oder warte ich noch eine Runde und spiele Yeti. Das ist geil, wenn du dir Leben gibst. Die BlizzCon ist vorbei. Seitdem haben wir gar nicht mehr geredet. So. Was findest du zu den neuen Karten? Also ich finde sie richtig klasse, die neuen Karten. Also ich finde einigermaßen, also sagen wir so, für direkt für Ranked ist es schrecklich, weil so viel mehr Zufallschancen reinkommen. Durch das, was wir jetzt gerade hatten, mit 3 Bomben, geht es nochmal mit 6 Bomben. Ja, ja, stimmt. Es gibt, ich finde, aber es gibt diese eine legendäre, wenn Minion schiebt, kommen 2 Bomben aufs Feld. Oder irgendwie so, kennst du den? Oh, so krass. Gibt schon geile Sachen dann. Aber ja, habe ich mir auch gedacht. Da gibt's leider heute kein Minion für ihn. Die Silvana kann gleich wieder nach Hause hätte gehen. Hätte natürlich gerne mein Sheep gezogen, das wäre noch viel schöner gewesen. Nein. Die Silvana kann nach Hause gehen. Ich würde aber gerne mein Sheep ziehen. Das ist doch. Ein zweites Mal wenigstens. Der Sheeperino. Warte mal, genau, bomb sie weg. Die Bitch. Das Schaf. Wir biebern schon. Also wir biebern auf Home-Niveau, kann man sagen, ne? Er hat auch gebiebert. Wir wurden vorhin von dem Krieger weggemacht. Das dürfen wir uns jetzt auch mal ein bisschen anbiebern. Bringt eure Toten. Der gefährlicher als der andere? Eigentlich nicht. Wir können die maximal auf 3-4 hochbuffen. Haben wir noch den Zwerg, um den wegzumachen. Den Zwerg? Ja, stimmt. Ja. Wir haben auf jeden Fall eine sehr solide Hand. Wir haben gute Minions am Feld. Er hat nicht mehr viel Leben. Wir haben Board Control. Wir haben auch einen fertig machen. Natürlich sind das für die Minion. War ja klar. Natürlich hat er noch einen Todesgeräusch für Minion gezogen. Maru, can you feel the love tonight? Bestimmt. Can you? Ich hoffe doch. So, dann haben wir uns noch ein bisschen.
Do you? Can you, Isaka, can. Do you, can you? Ja, vielleicht, can kannst, you. Vielleicht kannst du sie ja führen, aber tust es ja nicht. Du könntest aber. Ha, ich bin nervös, Maro. Ich bin gespannt, ob wir da heil rauskommen aus dieser Hölle. Ich hoffe doch. Jetzt bestelle ich mir mal fette Burger. Leute, ich kann kurz empfehlen Burger Me. Gibt's kein Burger Me, gell? Haben wir gerade geredet. Ja, genau. Burger Me ist so, da kann man Burger online bestellen und dann kann man sich sagen, was drin ist und so, und Pommes. Die ist nicht ganz billig, aber diese Burger sind halt recht fett, sind echt groß. Aber die Burger, was ich mir da jetzt gerade bestelle, kostet, also ein Burger mit Pommes. Genau, das kannst du sagen. Maro. Ein Burger, ein großer Burger mit Pommes und gratis Dip und so, 49. Okay, wenn es ein richtig großer Burger ist, ja. Ich finde schon teuer. Also ist auf jeden Fall eine gehobene Preisklasse. Finde ich. Ich weiß nicht, wie groß dieser Burger nun dann ist am Ende. Naja, aber auf jeden Fall größer als ein Big Mac. Na, das sollte man wenigstens verlangen. Wir müssen nur hoffen, dass er keinen dicken, fetten Baum nochmal pickt. Wobei, da können wir auch immer den Feuerball noch einmal wegmachen. Wie viele Bäume hatte er? Einen bisher gespielt. Warum hat er das jetzt gemacht, Mau? Weil er möchte, dass wir das Minion jetzt angreifen, um es auszulösen. Ah, bleibt der Schaden? Ja, der bleibt. Nee, doch, der bleibt der Schaden, ja. Ich dachte, der geht wieder. Ja, warum sollen wir den töten? Ja, ja. Ich sehe keinen Grund. Wir sollen den nicht auslegen, Mind Control Tag. Er könnte die Top decken, müssen wir hier. Oh, das ist mir gestern passiert. Ich bin genau daran, da habe ich an dich denken müssen. Ich habe mir nämlich gedacht, spielst du alle Minions? Und als ich das gemacht habe, war voll die Scheiße, weil dann hat er Mind Control und hat mir diese Sonnenläuferin mit Gottesschild genommen. Ah. Ja. Meine Dreierkurve ist so. Was hat er geschrieben? Was? Oh. Hat er irgendwer geschrieben? Meine Dreierkurve ist so hoch und Gewinne so hart. That's what she said. Gut, yeah, Mero, we did it again. We won. Machen wir noch eins? Oder geht's leider nicht mehr aus. Da unten die schreien schon. Okay, wir sind auf jeden Fall schon beim 8. Also, okay, wir sind auf jeden Fall bei 8. Leute, thanks for the. Yeah, also, wir sind schon auf 8. Was haben wir gerade gesagt? Ohne mal, Achter. Genau. Achter gegen aber Schamane von Mereta Stumm. Wo steht das? Ja. Ah, Mereta Stumm. Okay, ja, Mereta sagt Achter. Dann haben wir noch. Was könnte sein? Ui, der Priester. Luca Achter Killermann. Gegen Priester von Luca Killermann und Achter und Dudu gegen K4E99. Ah. Was noch? Achter gegen Schurke mit Rushdeck. Und noch Advanced, das Deck vorauszusagen. Bringt aber keine Bonuspunkte, tut mir leid. Nochmal Achter gegen Schurke. Und auch Achter gegen Schurke von Marius Mikey. 8-3 gegen Jäger von Christoph Gebel. Oh, mein Christoph Gebel, der war so nett zu mir war. Ah, ich bin in der Bereicherung, hat er gesagt. Von Leander. 8-3 gegen Druide von Magic Max LP. Also 8-3 wird aufgevotet. 8-3 gegen ein paar von Yoshi Reinhardt. Ja, ganz viele 8-3er. Ja, also 8-3er sagen viele. Es könnte auch wirklich passieren. Wir haben ja nur noch einen Versuch, ne? Ja, genau. Oder? Ja. Na gut, okay, ich sag Dankeschön, Maru. Dankeschön, Kapuze. Ja. Weißt du, was auch geil wäre? Wenn wir die Leute fragen würden, ob wir was für ein Gesprächsthema, über was wir reden das sollen, könntet, das wäre auch mal nice, oder? Könntet ihr das vorschlagen? Weil das war ganz ehrlich, es wäre interessant, wenn die Leute so sagen, was sagst du eigentlich über das? Und dann können wir das so nebenbei als Thema. Wäre interessant, vielleicht eine coole Idee. Mal schauen. Genau, mal schauen. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.